Jetzt, Ladies und Gentlemen, Alvin Kaschinski, der am meisten gefürchtete Kämpfer der Ostküste. Das ist der Champion im Vollkontakt-Karate des härtesten und gefährlichsten Kampfsports der Welt. Ich bin der Beste! Der Karate-Tiger Jason würde auch gern einmal Champion werden. Aber er hat es schwer. Mit seinem Training, mit seinen Freunden. Ich habe aber keine Ausreden, mein Freund. Du bist im Ring, also kämpfe. Und sogar in der Liebe. Komm mir nicht in die Quere, Fatzke. Sie gehört mir. Jason hat ein Idol. Eines Tages werde ich so gut sein wie er. Doch harte Arbeit allein reicht nicht, um ein echter Karate-Tiger zu werden. Man braucht auch einen Lehrmeister. Heute beginnt deine Ausbildung. Jason hat den besten, den es gibt. Du wirst schnell und direkt. Nur mit Chi. Jetzt muss Jason beweisen, dass er auf dem Weg zum Ruhm ist. Du bist gut. Ich werde noch besser. Jason ist der Karate-Tiger. Jason wollte nur Champion werden. Er wurde zur Legende. Er wurde der Karate-Tiger. Er ist hart, eiskalt und gefährlich wie eine Schlange. Karate-Tiger, zweiter Teil. Willkommen an Bord, Kumpel. Harry, was machst du denn hier, du verdammte Kröte? Wie war das? Hier treffen wir nur gute Freunde. Mit dir gehe ich nie wieder essen. Sie gehen durch die Hölle des kambodschanischen Dschungels. Hier kommen wir nie wieder raus. Du nicht, ich schon. Weil ich nämlich der große Mac bin. Aber immer wenn er zugreifen will, sind Terry, Mac und Scott nicht mehr da. Alles war Spaß bis zu jener Nacht, als das Furchtbare passierte. Sie entführten das Mädchen, das er über alles liebte, und wussten nicht, was sie damit taten. Wer hat dich geschickt? Es geht um Krieg. Karate-Tiger, zweiter Teil. Noch härter, noch spannender, noch dramatischer. Ihr werdet nicht zweiter Klasse in die Hölle reisen. Ich habe mir etwas Besonderes ausgedacht. Ein Actionfilm der absoluten Sonderklasse. Karate-Tiger, zweiter Teil. Ein Film wie ein Granateneinschlag. Niemals darfst du deine Emotionen zeigen. Ein wahrer Krieger verbirgt seine Gefühle. Eric, hör auf, bitte! Spende! Eric, lass uns nach Hause fliegen. Quatsch! Eric, hör auf! Ich hab dem Kerl in die Augen gesehen. Der Typ ist wahnsinnig. Ich bin der Beste. Wache ist ein schlechter Ratgeber. Mein Wort darauf, dass ich ihn finde. Der einzige Ort, wo du ihn finden kannst, ist irgendwo in einem Ring. Und dafür bist du einfach nicht gut genug. Lass sehen. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja. Lassen Sie mich runter. Und ich will, dass Sie mir Muay Thai beibringen. Blah, 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 blah.